Das war jetzt Blödsinn, weil die sind ja eigentlich schon angeschlagen. Eigentlich hätte ich lieber. Okay. Die sind alle eigentlich. Moment mal, der Gegner eigentlich. Oh, zwar nein, hier kommt. Ah nein, das ist auf dem Rückzug. Der. Eigentlich könnte ich eine doppelte Umfassung versuchen, aber ich warte jetzt mal noch, bis meine Verstärkung kommt. Und jetzt sieht auch wieder ziemlich lädiert aus hier. War einfach zu groß. Hier ist die Versuchung auch riesengroß. Komm. Okay, der will uns aber wir schlüpfen durch. Jetzt haben die hier eine Kanone ziemlich einsam postiert. Und hier ebenfalls eine Kanone ziemlich einsam. Und hier haben sie noch eine in Reserve. Jetzt muss ich schauen, das wäre natürlich genial, wenn ich diese drei Artillerieeinheiten ausschalten könnte, bevor die gegnerische Verstärkung kommt. Das wäre natürlich wirklich genial. Nein, was ist jetzt los? Wollte ich gar nicht. Spielstand und da mache ich dann langsam mal eine Aufnahmepause, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich ja Nachschub an Kanonen bekommen. Ich muss unbedingt schauen, dass ich hier was machen kann, irgendwie Gewinn schlagen kann aus der gegnerischen.
Beispiel der hier ist jetzt eingeschlossen und ich könnte jetzt zum Beispiel, der kommt gar nicht hin, okay. Dann mache ich mal das. Hä? Der Angriff kommt von hinten. Verteidiger machten sich auf schwere Verluste gefasst. Der General der Verteidiger wurde schwer verwundet. Sein Stellvertreter hat das Kommando übernommen. Sir, die Einheit wollte sich zurückziehen, wusste jedoch nicht wohin und geriet in Panik. Nun rennen sie um ihr Leben. Sir, die Verfolgungseinheit konnte nicht entkommen und wurde vernichtet. Okay, hat es ein bisschen Nachschub gegeben. Und ich würde sagen, die sollen sich mal um die hier kümmern. Kongsleiter konnte nicht kommen, wurde vernichtet. Das ist wunderbar. Okay, das geht nicht. Sieht sehr gut aus. Oh, jetzt habe ich gar nicht richtig geschaut, aber ja, die hätte ich vielleicht anderwertig einsetzen können. Obwohl es sieht eigentlich im Moment sieht sehr gut aus und ich sollte unbedingt schauen, dass ich die gegnerische, die gegnerische Artillerie ausschalten kann, weil von Verstärkung ist hier noch weit und breit nichts in Sicht. Genau. Sehen die Truppen hier aus? Okay, der sieht ein bisschen angeschlagen aus. Dann können wir mal Nachschub geben. Da sieht es gut aus, da auch. Okay, der, aber. Nein, der. Okay. Das sieht's. No, sir. Okay, will er nicht. Da. Den no, sir. Auch bewegt. Ja, okay, komm, dann lassen wir es jetzt mal gut sein. Speichern wir mal 5. Okay. Ich denke, es wäre mal, wenn wir schon Vorräte haben, wäre es mal Zeit, unsere Artillerie mal wieder mit Munition auszustatten. Genau. Und jetzt bin ich schon richtig nervös. Ich möchte schauen, was jetzt, ob die Kavallerie in der Lage ist, den hier auszuschalten. Ja. Wunderbar. Aber ich glaube, für den nächsten Angriff müssen wir uns wahrscheinlich zuerst mal ein bisschen regenerieren. Ich lasse mich da nicht zu irgendwelchen Sperenzchen hinreißen.
das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Zuerst den hier kümmern. Dann zu einem späteren Zeitpunkt in den. Ja, der geht wieder. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder einen einzukesseln und das machen wir. Jetzt muss ich mal schauen, 14, komm, ich nehme den. Nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal, komm, ich tue jetzt da nicht, zwar mit dem 87.000. Ja, komm, das ist mir wert. Hä? Okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich um das Wortlungen da ja auch noch rum. Ob das jetzt clever war? Naja. Wir leben mit den Konsequenzen. Jetzt haben wir, ja, knapp ein Drittel haben wir und ich werde jetzt noch diese, quasi diese Runde machen oder werde ich eine Aufnahmepause machen. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Nein, komm, der zieht sich zurück. Ja, schön brav zurückziehen und der hier kümmert sich nicht um den kümmert sich nämlich die Artillerie. Wir nehmen die weiter örtlich, ja. Okay. Komm, wir schießen mit der. Eben, das habe ich nämlich befürchtet. Sehr Knabe, du. Könnte ich